professionelle Reels-Fotokulissen. Wie im Fotostudio. So, what's happening now? So nochmal, ne? Mhm. 3, 2, 1. So, ich hab wieder total dumm geguckt. Ich habe hab mein Gesicht nur unter Kontrolle. Das ist was, ich habe Germany's Next Topmodel über mein. Und denkt immer so, was kann daran so schwierig sein, einfach zu gucken? Aber es ist halt super schwierig. 3, 2, 1. Du liegst auf meinem Platz. Ist dir aber auch egal, ne? Want to share? The chair? Share the chair? Das ist mein Lieblingssound. Bongola, bongo cha cha cha. Nach dem Reels-Dreh hat Lena mein Kleid angelassen, was ich übrigens auch von Hannah bekommen habe. Auch ein Secondhand. Gedriftetes Teil. Mhm. Und ich habe mal Lenas Cardigan anprobiert. Finde ich sehr schön. Jetzt möchte ich mir noch mehr ergeben. Wir sitzen mal wieder in einem geliehenen Auto, diesmal von Lisa, und holen schon wieder was von eBay Kleinanzeigen ab. Diesmal einen Tisch, also hoffentlich. Hoffentlich ist es ein Tisch und nicht was anderes. Nee, also hoffentlich gefällt er uns auch. Manchmal ist es ja über die Fotos nicht so 100% zu beurteilen, aber der sah eigentlich ganz gut aus. Ich habe jetzt immer mal wieder reingeguckt. Und nach 600 Metern links abbiegen. Der sah ganz gut aus und war auch relativ günstig oder ist relativ günstig. Und ja, mal schauen, ob er uns gefällt. Es gibt heute bei uns zum Abendessen Flammkuchen nach Tim Melzers. Ein mega leckeres Rezept und ich mochte vorher ehrlich gesagt nie Flammkuchen. Aber dieses Rezept hat mich von Flammkuchen überzeugt. Das ist mega, mega lecker. Wir haben diesmal einfach fertigen Flammkuchenteig genommen und dann macht man da drauf eine Creme aus so getrockneten Tomaten und noch ein paar anderen Sachen.
und eigentlich Schmand. Und ich habe das jetzt heute einfach alles sehr easy veganisiert. Also ich hatte noch veganen Parmesan da, der hier reingekommen ist. Und statt Schmand habe ich einfach Creme Vega genommen. Und ich habe es auch noch ein bisschen abgewandelt, weil wir nicht genug Lauch hatten bzw. bekommen haben im Supermarkt. Und dann habe ich einfach noch Zwiebeln dazu getan. Dann kommt das alles auf den Teig und dann ab in den Ofen. Und es ist wirklich einfach eine mega leckere Kombi. Also ich verlinke euch das Rezept mal in der Infobox. Sehr interessante neue Produkte. Der Fit Me Concealer ist nicht neu. Was für ein seltsamer Mai. Beschäftigt uns, glaube ich, alle sehr, dass das Wetter so furchtbar ist im Mai. Ich versuche das nicht so sehr zum Thema zu machen. Also auch so mental. Aber es fällt mir nicht so einfach, weil ich finde, es hängt einfach so viel vom Wetter ab. Also so viel, was man aktuell machen kann, hängt halt von gutem Wetter ab. Also von den wenigen Dingen, die man aktuell machen kann. Diesen Concealer hier habe ich neu. Das ist der Clean ID High Cover Concealer von Catrice. Und den finde ich richtig gut. Also da steht zwar High Cover, aber ich finde ehrlich gesagt, dass die Deckkraft sehr ähnlich ist wie bei der Liquid Camouflage. Ein bisschen leichter, irgendwie so ein bisschen glowiger. Dann habe ich neu das Froh Augenbrauen Gel von Und Gretel Berlin in der Farbe 1 Natural. Das sieht einfach so krass aus. Also das Bürstchen sieht so krass aus. Das sieht richtig kupferfarben aus, also fast schon so ein bisschen glänzend. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt. Und ich mag das Bürstchen, das ist ein sehr feines, präzises Bürstchen, aber der Kupferstich ist nicht ideal auf meinen Augenbrauen. Also das ist einfach sehr warm dadurch irgendwie, so der Ton. Und ich mag einfach lieber kühle, ein bisschen dunklere Töne auf meinen Augenbrauen. Schade, weil Bürstchen und Texturen, so finde ich eigentlich ganz gut. Ich gehe mal noch ein bisschen mit dem Benefit Augenbrauen hier drüber. Dann habe ich zwei Produkte von Clinique zugeschickt bekommen. Einen Chubby Stick, aber für die Wangen. Ich habe ja jahrelang diesen Chubby Stick, diesen knallpinken für die Lippen geliebt. Und dann habe ich noch diesen Bronzer zugeschickt bekommen. Mit diesem wunderschönen Blumenmuster. Solar Pop heißt der. Und ich meine, Lena hatte den schon mal und hat ihn auch schon mal in einem Favoritenvideo gezeigt. Bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Und das ist ein mega schöner Blushton. Ich liebe solche altrosanen, mauvigen, matten Blushtöne. Ich habe bald rausgeschmissen aus dem Büro, dass ich euch in Ruhe mein Make-up zeigen kann. Aber jetzt telefoniert er nebenan im Wohnzimmer. Ich habe ja ein bisschen viel aufgetragen, aber für mich gibt es ja kaum so viel Blush. Ach, ich liebe einfach Blush. Wie schön ist diese Kombi, das gefällt mir so gut. Dann habe ich mir die Sky High Mascara von Maybelline gekauft. Ich finde, die macht so lange definierte Wimpern. Also vor allen Dingen, wie lang die Wimpern sind, fällt mir im Vergleich zu meinen anderen Mascaras voll auf. Die ist halt nur leider nicht wasserfest und ich habe mich jetzt echt sehr an wasserfeste Mascara gewöhnt in den letzten Monaten. Das ist der Benefit Precisely My Brow. Please. Besides my brows. Für die Lippen habe ich auch zwei neue Produkte. Den Den It Cosmetics Je Ne Sais Quoi Lip Balm in der Farbe Rose hat meine Stiefmama mir geschenkt. Und der ist so, so schön. Halt super dezent, Lip Balm mäßig. Und in eine ähnliche Richtung geht der Catrice Powerful 5 Lip Care. Ich finde, der ist nämlich auch so sehr cremig, altrosa, dezent. Das ist der von It Cosmetics, also der ist schon sehr viel dezenter, lipbalmmäßiger und der hat schon deutlich mehr Farbe von Catrice. Aber es ist so ein ähnlicher Effekt. Einige Produkte dabei, die ich sehr gerne mag, vor allen Dingen die Wangenprodukte von Catrice, nee, Clinique. So, jetzt vom Schminktisch sogar den Schreibtisch. We're falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be after. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. We're falling,
falling down, we faded. But I know that we can save it. Cause we're like Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Even if we go a lot of breakers down, I know we are Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Bei uns gibt es heute Tacos, und zwar Fischtacos, also vegane Fischtacos. Ich hatte da so Lust drauf, ich habe das in letzter Zeit ständig gesehen, bei Lisa, bei Lena, auf Instagram. Und wenn man dann einmal Lust auf sowas hat, dann sieht man es ja wirklich ständig, also dann sieht man es ja noch öfter irgendwie. Das ist Guacamole, Mango mit Zitronensaft und Koriander, Mais und Kidneybohnen. Das sind Radieschen mit roten Zwiebeln, ganz, ganz viel Zitronensaft, ein bisschen Zucker und Olivenöl, super lecker. Frischer Koriander. Dann die Taco-Shells natürlich, das sind aber weiche Tortillas, also keine wirklichen Taco-Shells. Gebratene rote Paprika, Tomatensalsa mit ganz viel Zitronensaft, roten Zwiebeln und Koriander. Und das hier sind die Veggie-Filets im Backteig von Fisch vom Feld. So sehen die aus, die habe ich jetzt für die Tacos aufgebacken. Es gibt drei Varianten, einmal diese Veggie-Filets im Backteig, dann gibt es noch Veggie-Stäbchen, also vegane Fischstäbchen. Und dann gibt es noch solche Veggie-Filets. Das ist halt mit so einer teigigen Panade sozusagen und das mit so einer Fischstäbchen-Panade. Fisch vom Feld macht pflanzliche Fischalternativen, also die sind komplett vegan und tiefgefroren. Ihr findet die im Tiefkühlregal, in den meisten Edeka- und Rewe-Filialen und auch im Online-Shop und bei Amazon Fresh. Die Hauptzutaten sind helles Gemüse, Hanfmehl und Leinöl. Und durch das Hanfmehl und das Leinöl ist es auch eine Protein- und Omega-3-Quelle. Außerdem sind die Produkte ohne Geschmacksverstärker, ohne zugesetzte Aromen, Farbstoffe und Konservierungsmittel und auch ohne Soja. Und vor allen Dingen sind sie auch einfach super, super lecker. Also ich kann euch nur empfehlen, die mal auszuprobieren. Das hier ist mein Favorit. Es macht mich auch einfach sehr, sehr happy zu sehen, wie Alternativprodukte immer besser werden und wie sehr zugänglich gemacht werden, auch für eine breite Masse. Also diese veganen Fischstäbchen schmecken einfach so, so lecker und es ist so einfach, da die pflanzliche Alternative zu wählen. Ich nehme euch heute auch mal ein bisschen mit, wie ich mich fertig mache. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht auf YouTube und irgendwie dachte ich mir, ist vielleicht ganz cool, ich gucke sowas auch immer gerne. Und ich fange direkt mal an mit der Foundation, das ist die Catrice All Matte Plus seit 100.000 Jahren. Ich probiere schon immer gerne mal neue Foundations aus, aber irgendwie überzeugen sie mich einfach nie so sehr wie diese. Also ich vertrage die am besten, sie verbindet sich am besten mit meiner Haut, die Farbe passt mir am besten. It is what it is. Und irgendwie merke ich gerade, dass es keine besonders gute Idee war, die Vorhänge zuzumachen. Ich habe die zugemacht, weil es sonst so von der Seite so mega hell gewesen wäre. Aber so ist es jetzt hier in dem Raum so dunkel, dass ich gar nicht richtig erkenne, was ich eigentlich mache. Es kommt in der Kamera überhaupt nicht rüber, weil es mega hell ist, aber im Spiegel ist es so dunkel. So, ich bin einmal kurz umgezogen, damit ich wenigstens irgendwie erkenne, was ich hier mache. Das Licht hier ist einfach nicht gut. I'm very sorry, Leute, aber die Wohnsituation hier, also Wohn- und Work-Situation, ist einfach immer noch nicht so richtig optimal. Alles immer noch sehr improvisiert, weil einfach nichts vorangeht. Wie ich glaube ich schon mal irgendwann irgendwo erwähnt hatte, fehlt ja in einem Zimmer noch der Boden. Also da ist ein Boden drin, aber halt ein extrem alter, so ein Rollboden. Der soll da raus, beziehungsweise es soll halt eventuell etwas anderes drüber. Wir haben dafür jetzt schon mehrfach Angebote eingeholt, also das erste schon vor, ich weiß nicht, Monaten. Daraus ist dann nicht so richtig was geworden. Dann war ich ganz lange im Kontakt mit einer anderen Firma. Das ging auch wochenlang hin und her mit Absprachen und Angeboten. Das hat dann am Ende leider nicht geklappt, weil es einfach mit allem ganz am Ende, als wir dann das finale Angebot hatten, einfach über dem Budget lag. Concealer benutze ich auch schon seit Ewigkeiten den gleichen, und zwar von L'Oreal den True Match Concealer. Das ist genauso wie bei der Foundation. Ich habe öfter mal in der letzten Zeit vor allen Dingen neue Concealer ausprobiert und irgendwie gefällt mir einfach keiner so gut wie dieser hier leider. Und um jetzt wieder zurückzukommen auf die Wohnungssache, letzten Monat habe ich dann nochmal eine neue Firma kontaktiert und da neue Angebote eingeholt. Und das sieht ganz gut aus, aber das sind halt noch keine finalen Angebote. Und um das verbindlich zu machen, muss ich das halt jemand vor Ort angucken. Und auf solche Termine wartet man halt teilweise einfach sehr, sehr lange. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich meine Augenbrauen vergessen habe. Ich mache ja eigentlich im Moment fast immer Soap Brows. Ich kann es nicht aussprechen. Das habe ich jetzt leider vergessen, bevor ich die Foundation aufgetragen habe.
Und das ist immer nicht so gut, das nach der Foundation zu machen, weil sich das dann meistens so ein bisschen komisch vermischt. Deswegen mache ich dann heute jetzt meine Augenbrauen anders. Ich mache die jetzt einfach mit einem Stift. Ich habe leider jetzt hier kein Augenbrauengel. Mein Schminktisch steht nämlich im Esszimmer. Und da kann ich jetzt gerade nicht rein, weil mein Freund da in einem wichtigen Call ist. Homeoffice zu zweit. Einfach amazing, sag ich euch. Und da sind wir dann jetzt auch schon wieder beim ursprünglichen Thema, nämlich der Boden bzw. den Bodenfirmen. Denn das Zimmer, über das ich jetzt die ganze Zeit geredet habe, also wo der Boden fehlt, sozusagen in Anführungszeichen, das ist eigentlich das Schlafzimmer. Und das Zimmer, in dem ich jetzt hier gerade sitze, wo wir auch schlafen, wie man sehen kann, das ist eigentlich das Büro. Es ist hier in der Wohnung auch ein bisschen schwierig tatsächlich sonst richtig gut zu arbeiten. Wohn- und Esszimmer ist halt ein großer Bereich und das wiederum ist halt verbunden auch noch mit der Küche über diese Durchreiche und ja, dann hört man da halt einfach quasi alles, was halt fürs Homeoffice nicht unbedingt am praktischsten ist. Aber ich meine, was soll's. Ich weiß, dass man froh sein kann, dass man überhaupt weiter arbeiten kann und das auch noch von zu Hause aus und dabei in Sicherheit sein kann. Also ich bin mir des Privilegs sehr bewusst. Trotzdem nervt es halt manchmal auf Dauer etwas. Ich habe mir diese Palette hier gesneakt von Leo. Die lag in ihrer Box mit aussortierten Sachen. Leo benutzt ja nicht mehr so viel Lidschatten. Ich benutze aber eigentlich noch relativ regelmäßig Lidschatten. Und diese Palette hier fand ich schon immer sehr, sehr schön und habe mich dann halt sehr gefreut, dass sie die aussortiert hat. Und die dunklen Töne benutze ich voll gerne in der letzten Zeit so als Eyeliner sozusagen. Es wird einfach nie symmetrisch, aber damit habe ich mich abgefunden. Ich versuche weniger perfektionistisch zu werden in allen Bereichen meines Lebens, auch beim Make-up. Ich gebe dann ziemlich oft noch so ein bisschen matten, hellen Lidschatten einfach so übers ganze Lid, weil ich sonst das Gefühl habe, dass sich mein Concealer da auch einfach so ein bisschen komisch absetzt. Mir fällt auch gerade auf, dass ich meine Wimpernzange auch nicht mit hier rübergenommen habe. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht rübergehen und sie holen, also muss das heute ohne Wimpernzange funktionieren. Ich habe auch noch ein kleines bisschen Schwung in den Wimpern von meinem Lashlift. Also nicht mehr besonders viel ist davon übrig, aber noch ein bisschen was. Dann benutze ich in der letzten Zeit wieder extrem gerne Cremeprodukte, so auf den Wangen. Diesen Bronzer hier haben Leo und ich schon ganz, ganz oft erwähnt. Aber ich finde ihn auch einfach nach wie vor mega, mega gut. Das ist von Lumen, der Instant Glow Watercolor Bronzer. Der ist sehr, sehr subtil, aber ich finde das ziemlich gut. Man kann ihn halt sehr, sehr gut aufbauen, einfach über mehrere Schichten. Blush benutze ich den Daniel Sandler Watercolor Liquid Blush. Der ist das Gegenteil ein bisschen davon, also der ist super intensiv, finde ich persönlich. Also da braucht man wirklich so ein mini kleines bisschen, oder ich zumindest. Ich bin eher noch relativ blass, aber das reicht echt, also für so, so viel. Ich bin aber jetzt auch ja nicht die größte Blush-Liebhaberin. Und in der Kamera sieht man ungefähr nichts davon. Das ist echt krass, wie es immer schluckt. Aber im realen Leben ist es echt genug. Also jetzt noch mehr will ich nicht auftragen. Und dann trage ich noch so ein bisschen Highlighter auf. Den tupfe ich einfach so direkt hier drauf. Das ist von Glossier der Halo Scope. Auch ein Produkt, was Leo aussortiert hat. Und was ich mir dann einfach mal aus ihrer aussortierten Kiste geschnappt habe. Den hier trage ich in letzter Zeit super, super gerne von Catrice Ultimate Stay Waterfresh Lip Tint. Und den hier finde ich auch ziemlich gut. Der ist so minzig irgendwie. Ich glaube, ich mache einfach beides. Also der färbt die Lippen wirklich einfach so ein. Ganz schwer zu beschreiben. Aber da ist nicht so eine direkte Schicht oder irgendeine Textur auf den Lippen, sondern es ist wirklich wie eingefärbt und irgendwie finde ich das daran mega cool. Also ich glaube, ich muss mir davon auch nochmal die anderen Farben angucken. Der hier ist ein bisschen more glossy und ich liebe den Geruch und den Geschmack. Ich liebe einfach dieses Minzige. Er deckt das dann im Moment so mein Alltags-Make-up, wenn ich mich schminke. Was nicht jeden Tag vorkommt, aber wenn ich mich motivieren kann, dann sieht es am Ende meistens irgendwie so ungefähr aus. Ich habe mir heute obenrum zumindest ein bisschen Mühe mit meinem Outfit gegeben. Ich habe so eine Bluse an, die habe ich Secondhand gekauft bei About You in der Secondhand-Kategorie. Und dann so einen chilligen Pulli. Wo habe ich den nochmal her? Ich glaube von Humana. Und ich habe das in der letzten Zeit halt irgendwie voll oft gesehen. Diese Kombi aus Bluse und so
ja, Crewneck, also so Rundhalsausschnitt, Pulli drüber. Und irgendwie finde ich das ziemlich cool. Und es ist heute mal wieder unfassbar kalt, dafür, dass einfach Mai ist. Jedenfalls friere ich die ganze Zeit, deswegen dachte ich mir, mehrere Lagen übereinander sind gut. Und untenrum, very boring, trage ich einfach nur Leggings. Schwarze, stinknormale Leggings, die uralt sind. Und das war's dann auch schon. Ich glaube, für viele Menschen ist vom Bett aus arbeiten the dream. Aber es gibt echt wenig, was ich mehr hasse. Ich finde das so furchtbar. Ich weiß, es ist ein absolutes Luxusproblem, aber ich finde das wirklich erstens super unbequem. Also ich finde, es gibt keine Position, in der man im Bett gut arbeiten kann mit einem Laptop. Und zweitens finde ich es auch ganz schlimm, wenn mein Bett sozusagen mental in Verbindung steht mit meiner Arbeit. Also für mich ist mein Bett echt so ein heiliger Ort, der für mich nichts mit Arbeit zu tun haben soll und für mich nur Entspannung sein soll. Ich bin da auch sehr, sehr streng geworden in den letzten Jahren, weil ich ja bis vor einigen Jahren noch sehr krasse Schlafprobleme hatte. Also ich habe ja eigentlich nie wirklich einschlafen können. Also natürlich schon irgendwann, aber ich habe immer stundenlang zum Einschlafen gebracht und habe auch eigentlich nie durchgeschlafen und hatte da echt immer ganz, ganz große Probleme. Unter anderem halt auch deshalb, weil ich halt mein Bett mehr oder weniger auch benutzt habe wie eine Couch. Also in der ersten Wohnung, in der ich alleine gewohnt habe, da hatte ich halt keine Couch, keinen Esstisch, kein Wohnzimmer. Also es war ja einfach nur so eine ganz kleine Einzimmerwohnung. Und ich meine, das war auch super cozy und eine super schöne Wohnung, aber ich habe dann halt quasi mehr oder weniger in meinem Bett gelebt, also zwischen Bett und Schreibtisch halt so hin und her gependelt. Dann verbindet man halt irgendwie so alle Plätze, an denen man sitzen kann, halt nur noch mit Arbeit. Und da fiel es mir halt so schwer abzuschalten. Ja, nachdem ich dann halt irgendwann mal hinbekommen habe, über die letzten Jahre das halt so komplett voneinander zu trennen, ist mir das auch wirklich ein bisschen heilig sozusagen. Also es fällt mir wirklich sehr, sehr schwer, dann vom Bett aus zu arbeiten. Aber gut, manchmal geht es jetzt halt nicht anders. Jetzt werde ich aber auf jeden Fall den Platz mal kurz wechseln. Ich gehe jetzt mal kurz raus, eine Runde spazieren. Ich überlege jetzt nämlich gerade seit ungefähr einer Stunde nach einer guten kreativen Idee für meine Story. Also ich habe eine Kooperation. Und wie das halt manchmal so ist, manchmal fallen einem gute Ideen super schnell ein und manchmal überlegt man einfach ewig lange und es fällt einem einfach nichts ein, wie man das irgendwie cool umsetzen könnte. Und ich habe eigentlich schon immer so den Anspruch an mich selbst, dass ich so gestalte, dass zumindest ich es halt irgendwie gerne selber angucken würde. Ich meine, man trifft eh nie den Geschmack von allen Menschen, aber ja, zumindest ich möchte es halt irgendwie ganz cool finden. Also man fühlt sich einfach nicht so wohl damit, irgendwas zu veröffentlichen, wo man selber halt schon denkt, oh mein Gott, wie langweilig oder wie unkreativ. Deswegen hoffe ich einfach, dass mir noch irgendeine gute Idee kommt. Also meistens kommt noch irgendwann eine Idee, aber ich dachte mir jetzt, ich brauche mal vielleicht einfach ein bisschen Tapetenwechsel, ein bisschen frische Luft. Deswegen gehe ich jetzt mal raus und hoffe, mir fällt noch irgendwas ein. Ich bin wieder da. Eine brillante Idee ist mir bisher noch nicht gekommen, aber dafür habe ich mir ein neues Buch gekauft. Ich bin an der Buchhandlung vorbeigekommen und da ist mir eingefallen, dass noch ein paar Bücher auf meiner Wunschliste standen. Und dann habe ich einfach mal beschlossen, danach zu fragen, ob das gerade zufällig da ist oder ob ich es bestellen kann oder so. Und sie hatten das zufällig da. Sehr, sehr cool. Ich freue mich da sehr drauf. Ich habe nämlich vor kurzem irgendwie festgestellt, dass ich wenig so Faktenwissen eigentlich habe über Feminismus. Und dann dachte ich mir, ich möchte mal ein sachliches und ich sag mal irgendwie historischeres, in Anführungszeichen, Buch darüber lesen. Also wo vor allen Dingen halt auch viel über die Geschichte drin steht. Und ja, das heißt halt die Geschichte der Frauenbewegung. Also im Grunde genau das, was ich gesucht habe. Hat ein sehr hübsches kleines Format. Also typisch Reklam, ist halt sehr, sehr klein. Dafür allerdings sehr eng bedruckt. Ich bin sehr gespannt drauf, wie das ist. Ich habe ja immer sehr, sehr viele Bücher, die ich gleichzeitig lese und brauche dann halt auch immer eine Weile für ein Buch, weil ich halt so viel hin und her springe. Aber bei mir ist es einfach so, ich kann mich nicht auf ein Buch festlegen. Ich brauche immer
für meine Stimmung das richtige Buch. Wie auch immer, ich freue mich sehr darauf, das zu lesen. Wir waren gerade in der Mittagspause auf dem Markt und es ist wie immer ein bisschen eskaliert. Aber da gibt es einfach immer so viel geilen Scheiß. Wir haben Spargel gekauft, das war der eigentliche Grund, um auf den Markt zu gehen. Und es gab da violetten Spargel. Habe ich noch nie vorher gegessen und dachte mir, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Es gab deutsche Erdbeeren und deutsche Brombeeren. Habe ich mich mega drüber gefreut. Ich liebe, liebe, liebe Brombeeren. Das sind, glaube ich, meine liebsten Beeren, aber die gibt es halt so selten und vor allen Dingen so selten in wirklich lecker und gut und süß. Dann habe ich einen großen Haufen Blumen gekauft, die mega schön sind. Das sind Pfingstrosen und das da sind Tulpen, die aber sehr ähnlich zu Pfingstrosen aussehen, weil die Pfingstrosen im Moment noch sehr, sehr teuer sind und es auch nicht mehr viele gab, habe ich dann einfach noch so einen großen Haufen von den Tulpen dazu genommen. Die sind schon ein bisschen aufgegangen. Aber ich dachte mir, vor allen Dingen in der Kombi wird das bestimmt super schön aussehen in der Vase. Dann haben wir einen großen Haufen Oliven mitgenommen und so Cremes und Sesamringe. Und dann noch ein bisschen Gemüse. Einmal so Radieschen. Die fand ich, sahen einfach mega cool aus und ich liebe Radieschen. Artischocken, weil wir artischockensüchtig sind, beide. Grüne Chili, weil wir die für ein Rezept brauchen. Und genauso die Zuckerschoten. Und dann noch frische Erbsen. Habe ich, glaube ich, auch noch nie selber gekauft. Also ich glaube, ich habe die bei meiner Oma im Garten schon mal mitgenommen, aber noch nie hier irgendwo in Köln gekauft. Freue ich mich auch sehr drauf. Jo, das ist unser kleiner, großer Markt-Einkauf. Heute oder vielleicht morgen ein ziemlich aufwendiges, Lena und ich haben geplant, ein sehr aufwendiges Outfit-Video zu drehen. Mal gucken, ob es heute noch klappt. Heute ist nämlich das Wetter nicht so mega und der ganze Aufwand sollte sich natürlich lohnen. Dementsprechend brauchen wir gute Lichtverhältnisse. Und morgen soll das Wetter ein bisschen schöner werden, deswegen bin ich gerade nicht ganz sicher, ob wir vielleicht auch morgen anfangen mit drehen. Aber was ich jetzt heute, vor allen Dingen bei schlechtem Wetter, auf jeden Fall schon mal machen kann, die Outfits dafür raussuchen. Das sind nämlich relativ viele. Sind circa 10 verschiedene Outfits und dann hier noch so ein bisschen Puffer durch Oberteile und Jeans. Fehlen noch Schuhe, Jacken, Handtaschen und so, aber das mache ich dann spontan sozusagen und gucke dann beim jeweiligen Outfit, was ich finde, das gut dazu passt. Aber das ist auf jeden Fall erstmal jetzt eine gute Base. Diesen Cardigan habe ich vor Jahren in Sevilla gekauft bei Pull & Bear und ich hatte den aussortiert und dann letztens, als ich meine ganzen aussortierten Sachen durchgeguckt habe, ist er mir wieder in die Hände gefallen. Und wie schön ist dieses Muster? Also es ist so ein Blusenstoff eher, so ein Blusen-Cardigan, aber ohne Knöpfe. Ich bin so froh, dass ich den nicht aussortiert habe. Den werde ich jetzt in dem Video das erste Mal wieder tragen und kombinieren. Und dann mal gucken, wie oft ich ihn diesen Sommer trage. So, so schön. Und dieser Cardigan hier ist neu. Den habe ich auf Vinted gefunden. Ich finde, es passt jetzt überhaupt nicht mit diesem weiten Oberteil, was ich da drunter habe. Aber mir hat der so gut gefallen. Mir gefällt total gut dieses Gerippte, dieses Streifenmuster. Und dass er meliert ist. Wunderschöne Farbe, wunderschöne Knöpfe. Also den werde ich auch auf jeden Fall in ein Outfit integrieren. Er sneakt sich da auf meinen Platz. Was machst du da immer ziehen? Super. Lena ist hier, hat den gesamten Kleiderschrank mitgebracht. Mhm. Und die Lichtverhältnisse haben es heute leider nicht zugelassen. Sehr, sehr, sehr schade, aber wir setzen jetzt alles auf morgen. Wir haben die Zeit dann anders genutzt und die nächsten Wochen geplant und organisiert und uns um unsere Finanzen gekümmert. Weil wir wieder nach Hause, das hat der richtige Grund. Immerhin hast du deine Sachen schon mal abgeladen. Ja, das stimmt. Und dann morgen
geht es ganz schnell, weil wir alles schon durchdacht und vorbereitet haben. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen zu diesem Video? Sorry, dass es sehr viel Schminktalk war diesen Monat. Es war nicht so 100% bewusst. Also, ich wusste halt, dass Leo auch was Schminkiges gefilmt hat, aber nicht, dass es so ausführlich war bei uns beiden. Dann als Sync, wir machen halt immer das Gleiche. Ja, wir machen halt sehr oft sehr ähnliche Sachen und reden dann über ähnliche Sachen und deswegen war es dann halt vielleicht ein bisschen repetitiv, aber passiert halt manchmal. Also sind wir auch absolute Beauty Queens. Beauty Queens, aber so richtig. Beauty, das war es jetzt aber wirklich, glaube ich. Bye.